So, kriege ich da noch mehr Sachen? Ich kann den wahrscheinlich reparieren. Röhrsteinmesser. Ich würde gerne den Speer machen. Oben brauche ich auch einiges an Leder. Also da war Feuerstein da oben. Feuerstein-Axt kann ich upgraden. Genau. Zehn. Das ist schon Setzungslevel 1. Okay. Was ist denn da mal so? Konkurrieren ja auch ab, das ist ja quasi ein. Einfach alles mal upgraden. Kann glaube ich nicht verkehrt sein. Eine Hacke. Komm, ich stelle jetzt auch mal her. Dann gucke ich immer nicht neue Sachen angeschaut. Hier mache ich mal noch die neue Fackel. Oder nee, ich beide mal. Doch wenn die andere leer gebrannt ist, dann hätten wir ja gleich wieder was. Achso, wenn wir uns mal ausruhen. Achso, jetzt haben wir das Baum hochgesetzt, das ist aber nicht verkehrt. Schlafen. Alles brauchen Feuer in der Nähe. Also müssen wir irgendwie noch das Feuer rein. Oh, der Raben. Was hat er denn zu erzählen? Du hast eine Hacke hergestellt. Dieses Werkzeug wird zur Landwirtschaft verwendet. Man könnte sagen, dass es sich mit einem Hammer perfekt ergänzt. Verwende sie, um den Boden zu säubern und das Terrain zu manipulieren. Es ist leichter, Gebäude auf ebenen Boden zu errichten. Okay. Muss ich mal kurz ausprobieren. Platzieren, entfernen. Also machen wir quasi krass und so, ja? Ah, so holen wir gerade noch. Und einebnen. Erhöhen. Oder Steine und die Bergbahn. Festziehen. Haben wir wahrscheinlich irgendwie einen Weg oder so. Jetzt müsste ich gerade mal mit. Also ist kein Unterschied. Ich jetzt nicht getan. Ich glaube, um das Feuer reinzumachen, habe ich zumindest einmal gehört, würde ich mir noch nach Kamin bauen. Dann machen wir das mal noch schnell, würde ich sagen. Da würde ich irgendwie nochmal so eine Ebene dazu bauen. Holzboden. Da dann nochmal so die Holzfäller drunter. Oder einer reicht hier. So relativ wichtig. Ich da mal rauskommen würde.
Ja, komm raus. Ja, irgendwie fehlt da noch was. Das ist falsch. Das steht irgendwie so in der Luft, oder? Oder soll man zum Mitterling das eigentlich runter? Dann müssen wir damit versuchen. Dann gehen wir von rein. Dann wollen wir uns hier doch nochmal anziehen. Großen Raum. Auch da nehme ich irgendwie ein bisschen eine Übersicht, finde ich. Überlappt sehr komisch. Was mit überlappen? Gebäude überlappen? Umschalt links. Schön ist das anders, wie das gerade dargestellt wird. Das eigentlich hören. So einen kleinen Kamin dachte ich das. Noch eine Stufe drauf. Das wird immer schwierig, ne? Das wird schwierig. Weil das schlägt auch so ein bisschen rum. Ich glaube, das reicht erstmal so als. Glaube ich, hoffe ich. Lagerfeuer. Warum geht das nicht? Das ist hier nicht möglich. Warum ist das denn hier nicht möglich? Ich lage heute auch noch einen Wohnraum. Also müsste ich da so ein Hügel aufschaufeln, damit das geht. Wenn ja, ich hätte direkt was vorgenommen, weil das so gut ist. Zumindest geht das irgendwie höher. Ah, es fehlt mir Stein dafür. Dann suchen wir uns nochmal Steine. Ich gehe nochmal in der Richtung. Vielleicht finden wir nochmal den Hirsch. Feuerstein ist nicht verkehrt. Normale Steine nehme ich jetzt auch ganz gerne. Wir brauchen auch gerade auch primär die Feuersteine zum Upgraden. Was? Der hat uns noch erwischt. Unglaublich, ne? Jetzt auch jetzt nicht. Da kriegen wir wahrscheinlich auch Feuerstein raus, aber das können wir noch nicht klein machen. Gleich eine ganze Minute. Ich brauche ja auch jeder. Ich noch ein Bildschirm.
Nee, der Hirsch scheint nicht mehr da zu sein. Kann man eigentlich auch irgendwo erkennen, welche Tageszeit gerade ist? Außer natürlich an den Lichtverhältnissen. Aber so dargestellt ist das jetzt ja nicht mehr, oder? Oh, ordentlich Steine, das gefällt mir. Oh, ist das? Das sieht irgendwie auch nicht künstlich angeordnet aus. Himbeeren. Glaube ich. Nein, ich wollte nicht den Busch zerstören. Ach, du Markholder. Er hätte sich einfach ganz freiwillig hinter den Himbeerbusch versteckt. Unglaublich, ne? Wildschweine. Und jede Menge Steine. Zack, zack, zack. Das sind Vogel, die kann ich ja vergessen, die komme ich so noch nicht. Ein weiterer Stein. Was haben wir denn hier? Halt, Reisender, höre meine Warnung. Du bist nicht der Erste, der hier erscheint. Viele sind dem Ruf Odins gefolgt. Doch der Weg, der vor dir liegt, ist hart und gefährlich. Wenn dir etwas an deinem Leben liegt, dann solltest du deine Behausung in diesen Auen weit weg von den Bäumen errichten. Hüte dich vor den Gehörnten und verschone die Seinen. Okay. So sollten wir jetzt mal noch nicht weitergehen, wenn geht. Oder doch? Aber wahrscheinlich ist das wirklich so eine Warnung, weil ich vom Steppen wieder komme. Man kann ja mal rein. Ich glaube, so lange in der Dunkelheit können wir zurücklaufen. Aber hier sieht es irgendwie auch interessant aus. Sehr viel Gebüsch, sehr viele Bäume. Und ein paar Himbeeren. Würde sagen, da hinten noch ein Himbeere dran. Die bekommen wir noch. Jetzt will man hier Wasser. Danke, über dem Wasser, wie können wir das wirklich sagen? Haben wir ein bisschen Steine gesammelt, Feuersteine. Oh, das ist wieder der Hirsch. Auch echt ein Schwert oder so. Mit der wird wahrscheinlich gleich wieder Wasser. Und dann ist er weg. Ja, ich verpasse jetzt mal zuzuschlagen. Ach, der lebt noch. Gut. Für dich verplant. Ja, wir wollen unbedingt ein Speer oder Pfeil und Bogen wäre auch ganz schick. Dann könnten wir auch die Hirsche jagen.
So, ordentlich Himbeeren naschen. Röhrstein nicht vergessen. Nehmen wir jetzt noch zwei Wildschweine mit. Tun wir. Versuche mich mal anzuschleichen. Ah, das geht auf die Ausdauer, deswegen wird auf einmal aufgestanden. Okay, dann warte ich noch kurz. Ausdauer regenerieren und dann mal abschalten. Ach, wir haben Hirsch. Wir haben einen Hirsch erlebt. Oh, Hirschsprecher können wir machen. Lederhosen, Lederhelm. Ah, das klingt doch alles sehr gut. Und wir noch mehr Hirsche. Naja, der ist so aufgebracht. Den kriegen wir nicht. Erstmal in unserer Behausung gucken, was wir machen können. Könnt ihr das Essen vertragen? Das stimmt. Das Essen kommt quasi direkt schon mal in den Abendrand. Und Feuerschein. Und noch einer. Pilze. Zack. Da war da noch ein Hirsch. Tatsache. Ha. Hab dich. Ja, vorstellen, die Lederrüstung und so ist bestimmt besser als den hier mit. So, Pilze, Pilze. Okay, was können wir denn Schönes machen in der Werkbank? Das Wasser zu bekommen. Als eine Fackel Feuersteinschwert. Sehr schön. Die upgrade ich jetzt, wenn nicht. Aber wir stellen uns ein Feuersteinschwert her. Ja, 6, da bin ich auch hier. Okay. Ist ich doch mal diese Trophäe hier rein. Oder kann auch hier drinnen bleiben. Das müssen wir mal verbraten. Aber wo kann ich jetzt meine Lederrüstung herstellen? Ach da, Lederhelm und so. Lederhosen. Ja, da sieht man schon Unterschied. Haltbarkeit hier mehr, aber auch schwerer. Aber Rüstung bringt schon deutlich mehr. Okay, dann müssen wir halt da noch ein bisschen sparen. Lederhelm. Hirschfellumhang. Oh, da brauchen wir Knochen. Hirschsprecher. Aha. Das ist bestimmt mal ein deutlich besserer Hammer als Felswand. Feuerfrei. Wollen noch gar nicht runter das Gold und gleich jede Menge Deckung erkundet.
Wie bringen wir das denn auf Stufe 3? Ah, wahrscheinlich mit dem Gerber gestimmt. Oh, da müssen wir auch ordentlich farmen. Da brauchen wir 15 Feuersteine, 20 Lederrisse von Wildschwein und 5 Hirschfäden. Ah, vielleicht geht das mit dem Speer jetzt einfach ran. Läufer können wir uns basteln. Auch eine schöne Idee. Mal gucken, wie das mit dem Speer ist. Kann ich ihn irgendwie werfen? Ah, leider doch nicht. Oh doch. Mit mittlerem Aussatz werfen wir den. Gut zu wissen. So, eins wollte ich noch machen. Mal gucken, ob ich das jetzt wieder höher kriege. Kann ich jetzt mein Feuer drunter bauen? Okay, geht noch nicht. Muss noch mal ein Stück höher. Oh, wahrscheinlich falsche Seite hoch gemacht. Ja. Hier irgendwie im Kriechen. Was man drinnen höher machen kann. Oder ist das schon der Boden? Ich würde sagen, ja. Tatsache. Dann Feuer machen. Ja, Feuer, Nutzer, bitte. Und es qualmt auch schon raus. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Gehen wir doch auch mal Feuerholz nach. Kochen wir nochmal. Bisschen Platz schaffen im Inventar. Jetzt will noch mal gleich was. Erstmal den nächsten Schwanz. Hier können wir eins einmal. Das sieht doch gut aus für den Feuer in der Mitte. Ich hau mal diesen Baum schon hier weg. Den nervt ja irgendwie. Die Folge da. Kapazität, was fahren kann, steht was eigentlich. Also vom Gewicht her. Ups. Aber wenn ich mich grille, dann ist die Kapazität auch schnell voll. Und dann hat jemand Hunger, würde vorbeikommen. Sieht wahrscheinlich der Kumpel, dass es jetzt eine Grillparty ist. Machen wir zum Einhasting. Ah, hier steht die Mühle. Das geht auch nicht. Gehen wir mal das hin schlafen. Oh, es geht. Du stehst am Bug eines über die Wellen gleitenden Schiffes. Vor dir die Salzdusche. Und über. Oh, das ging ein bisschen zu schnell, wenn ich das vorlesen. Ich hoffe, ihr konntet das schon mal lesen. Hier sind wir natürlich. Doch, auch wieder aufgemacht. Sind wir auch schon erreicht.
Dann danke ich euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Klickt auf die Glocke. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.